So, meine Lieben, und damit herzlich willkommen zur 26. Folge der FIFA 19 Road to Glory hier auf YouTube. Und damit willkommen mittendrin in der Totti-Zeit, Freunde. Das Team of the Year ist raus, beziehungsweise mittlerweile ist es auch schon wieder fast vorbei. Aber auch auf dem RTG-Account gab es natürlich ordentlich Action zum Totti, Freunde. Dementsprechend, wenn es euch heute wieder gefällt, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo da und dann verpasst ihr schon mal gar nichts. Checkt natürlich auch wie immer sehr, sehr gerne die Links in der Videobeschreibung. Allen voran der Richtung Twitch führt, da wo es dann die Livestreams gibt. Ich würde mich freuen. In dem Sinn, kleine Info, was steht heute genau an? Ich habe, siehe Titel und siehe Thumbnail, heute für euch einmal die Elite 3 Weekend League Rewards, die Player Picks, die wir ja direkt am Donnerstag geöffnet haben. Dann habe ich unter anderem mir die ganzen Rewards, das waren einmal die Rivals Rewards, das seht ihr jetzt dann gleich, und auch die Weekend League Rewards, was die Packs angeht, alles komplett aufgespart für das Totti, denn das hat ja dann erst am Freitag gestartet und da haben wir ein dickes Pack-Opening gemacht. Im letzten Video auch schon mal angesprochen, vielleicht für diejenigen, die jetzt sich gerade noch denken, Mensch, ich würde doch noch ganz gerne ein paar Packs machen. Checkt nochmal sehr, sehr gerne das letzte Video ab. Dort habe ich euch ja, dank Mukai, dem Twitter-User, Grüße gehen nochmal raus an der Stelle, eine kleine Übersicht gezeigt, die er erstellt hat mit diversen SBCs aus den Ligen-SBCs, die relativ günstig waren, beziehungsweise wo man beispielsweise für 10.000 Coins ein 45k-Set bekommen hat oder so. Die haben wir alle gemacht, das seht ihr hier zum Teil, ne? 8 von 20 abgeschlossen und so weiter und so fort. Da haben wir ordentlich Gas gegeben und hatten dann dementsprechend, ich glaube, knapp um die 63 Packs oder sowas in dem Dreh. Die haben wir mittlerweile alle geöffnet. Was da drin war, kommt heute auch noch im Video, sprich, da schneide ich euch die Creme de la Creme zusammen. Und was gerade noch passiert ist, wo ich aber leider kein Videomaterial für euch habe, ehrlich gesagt, weil wir es live im Stream aufgenommen haben, dann die ganze Copyright-Music und so weiter und so fort lief. Aber natürlich auch ganz interessant, Jungs, wir haben was sehr, sehr Krasses gezogen. Und zwar habe ich mit all meinen Goldspielern, die ich hatte, die maximal eine 81 hatten, was das Rating angeht, Upgrade-SBCs gemacht. Ein paar 82-Plus-SBCs, einige Premier League-Upgrade-SBCs und einige La Liga-Upgrade-SBCs. Ihr wisst, was ich meine. Ich kann euch das nochmal ganz kurz zeigen. Hab mir gesagt, gut, die Spieler, die du da im Verein hast, die könntest du natürlich auch verkaufen, aber an die habe ich cointechnisch eh nicht gedacht. Also die waren eh unabhängig von meinem Budget sozusagen. Dachte ich mir, komm, schmeiß in SBCs. Wenn was Gutes bei rauskommt, freust du dich, wenn nicht, dann nicht. Und dann habt ihr auch nochmal ein bisschen was auf dem RTG-Account, was die Pack-Openings angeht. Das war einmal das hier, PL-Upgrade oder dann auch BBVA-Upgrade mit Non-Rares. Und genau dasselbe nochmal mit den Rares. Einmal kriegt man den 7-5er-Set, nur mit Premier League-Spielern in dem Fall. Und hier so ein 25k-Set, sprich nur Premier League-Spieler, 12 Stück, 3 davon selten. Da war ordentlich Gas gegeben. Ligentechnisch haben wir uns, wie gesagt, beschränkt auf die BBVA, auf die spanische halt und auf die Premier League. Und jetzt passt auf, Freunde, ich zeig's euch. Es gibt, wie gesagt, leider keinen Clip oder so, das ist alles auf Twitch und ist ein bisschen schwierig jetzt hier mit dem ganzen, mit den Copyright-Music-Gedöns das auf YouTube zu bringen. Aber, das haben wir gezogen. Gut, der Anfang ist jetzt eh nicht ganz so interessant, da muss ich gleich husten. Aber da habt ihr schon einen gesehen, Freunde, schaut euch mal das an. Sergio Aguero haben wir gezogen. 89er Aguero. First Owner, untradable, auf dem RTG-Account. Eine ultra geile Geschichte. Heißt, einer der besten Pulls, kann man sagen, auf dem RTG-Account bis dato. Noch dazu im Pack war der Sakko. Sprich, das war dieses Premier League Upgrade-Set. Sakko in Form 83er und Aguero, unfassbar gutes Pack. Und als ob es das schon gewesen wäre. Hier seht ihr auch noch ein paar High-Rated, aber schaut euch mal den schnuckligen Boy an. Antoine Griezmann auch noch. Untradable aus dem BBVA-Pack. Es ist unfassbar. Noch dazu hatten wir, glaube ich, einen, zwei weitere Walkouts. Das war einmal Arthur hier noch und Rakitic. Plus 85er Diego Costa, 85er Iago Aspas, die keine Walkouts sind. Einige 83er und so weiter und so fort. Aber natürlich vor allem Aguero und Griezmann ist natürlich unfassbar krank. Das auf dem RTG-Account werden natürlich beide trotzdem nur Super-Sub sein, denn wenn wir ganz ehrlich sind, Ronaldo und Eusebio sind dann wahrscheinlich doch nochmal so ein klein bisschen besser, ganz klar, aber nichtsdestotrotz eine sehr, sehr geile Geschichte. In dem Sinn, das soweit dazu, das soweit auch als kleines Update für euch, was angestanden hat und dann wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß, einmal mit den Player-Picks und natürlich auch mit dann über 60 Packs und dem Best-of, was wir da draus gezogen haben. Wenn es euch heute wieder gefällt, wie gesagt, gerne ein Däumchen nach oben da lassen, ich würde mich freuen und jetzt viel Spaß mit den Packs. Also Jungs, wir gucken uns das Team of the Week nochmal schnell an. Team of the Week 17, eines der uninteressantesten. Totti ist halt raus, deswegen vielleicht das Team of the Week gar nicht so geil. Und Winterpause, deswegen
auch nicht so die absoluten Top-Ligen, die alle zocken noch. Ich würde sagen, aus den Player-Picks, Eriksen wäre sick. Fernandinho wäre natürlich sick. Fernandinho, die normale Karte, habe ich ja ultra gefeiert. Würde aber wahrscheinlich aktuell gar nicht mehr unbedingt den Weg reinfinden in unser Team, in unsere Startelf. Und dann noch Arnautovic. Das wären eigentlich die einzigen drei, die mich interessieren. Asensio soll auch nicht schlecht sein, ist glaube ich der Second oder Third Inform oder so. Aber da haben wir schon den 86er in Rot, deswegen, ja, ne. Das heißt, Eriksner, Fernandinho oder Arnautovic wäre sehr nice. Aber ganz ehrlich, mich haut alles nicht vom Hocker. Selbst wenn wir einen oder sogar zwei der drei ziehen, selbst ein 91er oder 90er, 91er? 91er, glaube ich, war es. Eriksen, ja. Also, weiß ich nicht. Aber gut, wir gucken mal rein, Jungs. Nein, wir haben es ernsthaft nicht geschafft. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Wir haben gestern extra noch ein Game gemacht, um Rang 1 zu safen in Division 2. Und wir haben es nicht gepackt, weil ich weiß, dass man für Rang 1 Division 2, glaube ich, 75.000 Coins kriegt. Och, nö. Das waren halt wahrscheinlich wirklich irgendwie 10 Punkte, die gefehlt haben, wie Simon gemeint hat. Aber okay, ich nehme die Untradables, habe ich gemeint. Haben wir mehr Packs und ja. Deswegen nehmen wir die Untradables. Packs öffnen wir dann, wie gesagt, erst, wenn wir das Team of the Year, wenn das komplett in den Packs ist. Und das ist es Stand jetzt der Aufnahme noch nicht. So, dann Weekend League. Ich habe es im letzten Video angesprochen und ihr habt es im Stream ja zum Teil nur mitbekommen, weil wir technische Probleme hatten, Jungs. Es gab ein 23-7. Wir lagen bis zur 88. Minute beim Stand von 22-7 im allerletzten Game zurück mit 2-0. Und haben das dann noch gedreht. Im Elfmeterschießen gewonnen. Elite gesaved. Deswegen sehr nice. 70.000 Coins. Dann die drei Player Picks Premium Team of the Week Pack. Das werden wir uns, denke ich, auch für nächste Woche aufsparen. Und in 100k-Set. Das öffnen wir alle später. Deswegen, Jungs, Player Picks Vollgas geben. Wie gesagt, ich glaube, ich war selten so unaufgeregt vor Player Picks wie heute. Aber, Freunde, das geht schon mal ganz gut los. Das ist der beste Player-Pick, den wir auf diesem Account haben. Vom Rating. Wir hatten bisher noch keinen 87er. Der beste war 86er Manolas, 86er Marquinhos, glaube ich. 87er Fernandinho. Ich sollte vielleicht öfter unaufgeregt sein, Freunde. Mit Raul sogar noch eine Icon. Kappa. Sacco, Broske und Triviero. Denkt euch mal den Fernandinho weg und packt da irgendwie nochmal so einen 75er hin. Das sind dann eigentlich so eher meine Rewards, ne? Aber, Freunde, das ist geil. Ein roter Fernandinho. Alter, wie baue ich den jetzt ein? Wie mache ich das, Chat? Okay. 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 Übrigens, Fakuma, vielen Dank für den dritten Monat mit Prime. Schlappen, bester Mann. Dankeschön, Fakuma. Danke für die lieben Worte. Und vielen, vielen Dank für den Resub. Und Tim Galation, vielen Dank für den Host. 154 Viewer plus X. Dankeschön, Tim. Tim will sich hier ins YouTube-Video reinschmuggeln. Aber das darf er. Tim darf das. Dankeschön, Tim. So, deswegen, Jungs, Fernandinho ist da. Da könnte man jetzt eigentlich schon mal ein ganz gutes Gefühl haben, dass vielleicht sogar noch ein Eriksen kommt. Aber vielleicht bin ich auch jetzt zu gierig. Okay. Grosicki, Eder, Militao, Dini, Raul wieder und Fraser. Allerdings jetzt auch gar nicht so bad, würde ich mal behaupten. Vor allem wisst ihr, oh mein Gott. Wisst ihr, was das Geile ist? Den Fraser, der sieht jetzt zumindest halbwegs spielbar aus. Halbwegs. 99er Beweglichkeit, 99er Balance, ja moin. Den können wir mit dem Linksverteidiger Tierney aus der schottischen Ligen-SBC linken. Und den will ich ja unbedingt mal machen. Sehr geil. Den nehmen wir. Den nehmen wir, Jungs. Fraser. So, jetzt noch ein Arnautovic oder jetzt noch ein Eriksen und das ist überragend. Aber es ist jetzt schon überragend. Ist top. 84er Arthur, ist auch top, Jungs. Thomas Pina, Gunn, Dini, Fraser. Nehmen wir den 84er Arthur, nochmal einer fürs Rating. Brasilianer, BBVA, gut für SBCs. Das ist in Ordnung, Freunde. 87er Fernandinho, 84er Fraser, 84er Arthur. Also für das aktuelle Team of the Week und dementsprechend die aktuellen Player-Picks, die man so ziehen kann, ist das durchaus gut. So, erstes Set. Wenn da jetzt gleich... Stellt euch vor, da wäre jetzt ein Blau... Oh mein Gott. Let's go, Jungs. Wir gehen ohne große Erwartungen rein. Wir sind natürlich trotzdem hyped, weil Packs sind immer Packs. Aber, ne, ganz entspannt. Ganz, ganz, ganz entspannt bleiben. Oh, da leuchtet es zum ersten Mal blau. Und wir ziehen Holland, Stürmer, Bass. Oh, Depay. 83er Depay, Jungs. Erster
Brettspieler, den wir ziehen. Von Olympique Lyon. Okay, wir haben zumindest wieder ein Brett, Jungs. Depay vorhin. Oh, Portugal, ist das ein Zeichen, Chat? Ist das ein Zeichen? Nee, ist, glaube ich, kein Zeichen. Nächstes Premium-Goldspieler-Pack, Jungs. Come on. Wann der kommt, ist mir egal. Von mir aus kommt er jetzt gleich. Die geile Karte, der Totti. Oh, Brett. Hätte auch Nainggolan oder so sein können, ne? Wow. Wollte gerade sagen, das muss ein Zeichen sein. Und dann ziehen wir wieder ein Brett, Jungs. Also, bisher dürfen wir uns halt echt nicht so wirklich beschweren, ne? Auch wenn es alles nur 83er sind. Aber hier gibt es mehr Bretter als bei Obi. Evil Dragon schreibt es richtig rein. So schaut's aus. Mehr Bretter als bei Obi. Jungs, ich bin so unfassbar besoffen. Was hast du denn gemacht, FIFA Planet? Ich glaube, das ist eine Info, oder? Ey, was ziehen wir denn so viele Bretter? Jorginho Wijnaldum. Kappa. 84er Jorginho, Jungs. Ich glaube, das ist in Form. Okay, David Lopez, 82er in Form. Ist doch schon mal in Ordnung, Jungs. Also so schlecht sind die Packs scheinbar nicht. 82er in Form, erste Special Card, die wir ziehen. Sehr nice. Okay, schon wieder ein Brett. Uruguay, das ist Dingens, Jimenez. A good game, Herr FCB Vettel, good game. Vorbesteller-Packs waren bei mir bisher noch nie gut. Aber ein Brett, ich glaube, ich habe noch nicht mal ein Brett bisher in Vorbesteller-Packs. Oh, 83er Werner, okay, okay. Nimmt man mit, ist in Ordnung, nächstes Brett. 2 für die Anzahl meiner Knieverletzungen. Okay, 2 für die Anzahl der Knieverletzungen von Matze. Nun ja, so kann man auch Packs öffnen. Aber ein Inform. Der nächste Inform, Jungs. England, Torwart, wer ist denn da Inform? Southampton, wer ist das? Gunn. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wir ziehen Gunn, Jungs. Okay. Ist in Ordnung, Matze. Du hast ein bisschen Glück gebracht. Das ist schon mal ganz ordentlich. Und... Oh! PogChamp, Jungs. Ja, zumindest wieder ein Brett. Brasil. Torwart. Alisson! Matze, ich will ein Kind von dir! Was zieht uns denn Matze, Alter? Gerade einen Inform und 2 82er und jetzt ein 85er Alisson. Matze! Bist du heute, also, wollen wir heute Nacht? Matze, stark! Matze! Matze, ich will Zwillinge! Das ist ein Inform. Der dritte Inform. Schwede. Lindelöf. 82er Lindelöf von Manchester United, Jungs. Dritter Inform. Ja, schön. Irgendwas, was ich noch nicht untradable habe. Ja, ist in Ordnung. Den haben wir zwar vorhin schon gezogen, aber 84er Jimenez. Der eine ist tradable, der andere untradable. Deswegen wunderbar. Wunderbar. Da ich selten recht habe... Call ich einfach mal, dass heute kein Walkout mehr kommt. Pelé. Uff. Ja, das ist, glaube ich, ein 84er oder höher. Spanien, ZM, Chelsea, Fabregas. Ist in Ordnung, Rudi. Ist jetzt leider auch kein Walkout, aber das nimmt man mit. Das nimmt man mit, Rudi. Kann man sich jetzt nicht so ganz beschweren. Let's go, EA. Letztes Pack. Come on. Kein Baumann? Kein Baumann? Da muss ich aber los. Komm, bitte lass Baumann drin sein. Kein Baumann? Uff. 3,83er und 1,84er. Ja, moinsens. Aber ich glaube, wir kommen trotzdem am Ende mit relativ wenig Verlust raus. Also wir haben, was haben wir jetzt? 350 war es laut Liste. Ich habe keine Ahnung, wie viel wir effektiv gezahlt haben. Aber ich glaube, wenn man wirklich alles mit reinrechnet, die ganzen Fitnesskarten, die wir ja dann selbst benutzen, Chemstyles-Karten,
83er, die wir hatten, 85er und den ganzen Bums gehen wir, glaube ich, mit relativ wenig Dingens raus. Stimmt, ich verabschiede mich natürlich an der Stelle von den ganzen Leuten, die nur wegen den Packs hier waren, die jetzt dann gleich gehen. Dankeschön, Rudi.